Netflix verliert seine Zuschauer immer mehr. We have a lot of members around the world who love it and watch it. Und sind wir uns ehrlich, wir alle verbinden Netflix mittlerweile ein wenig mit Verzweiflung. Stichwort Abos nicht mehr mit Freunden teilen können. I think people know they're not supposed to. Plötzlich viel höhere Preise, Werbung einbauen. Was für uns das Fass jetzt aber irgendwie zum Überlaufen gebracht hat, war die letzte Aktion. Sie wollen nämlich jetzt auch als eigenes Game Studio agieren. Dafür wird alles eingekauft, was notwendig ist, also Passion gibt's zwar keine, aber sehr wohl ziemlich viel Budget. Aber reicht das wirklich, einfach nur viel Geld auszugeben? Bei jedem Unternehmen kommt irgendwann der Punkt, wo es schlecht läuft. Einige Unternehmen schaffen es, neue Wege zu finden und sich irgendwie zurück in die Relevanz zu kämpfen, und andere versuchen es eventuell und scheitern dann kläglich daran. Netflix ist ein Unternehmen, das sich gerade genau an diesem Wendepunkt befindet. Die Zahlen waren nach Jahren von Wachstum noch nie so schlecht wie jetzt, die bisherigen Maßnahmen zur Rettung wirken aber eher inkompetent und verzweifelt. Werbung einbauen wie YouTube, außer dass das Abo-Modell mit Werbung dann trotzdem was kostet. Oder wie wär's, wenn wir es absolut unterbinden, dass Leute ihren Account mit Freunden scheren? Tolle Idee! Da wird sicher niemand seinen Account kündigen, sondern ab sofort werden alle einzeln einen machen. Big Brain Time. Außer, dass nichts davon wirklich eine tolle Strategie ist, um auf Dauer als Unternehmen zu bestehen. Aber Netflix hat von den erfolgreichen Vorjahren noch genügend Budget übrig, um jetzt neue Ideen auszuprobieren. Also wieso nicht einfach mal Geld in die Hand nehmen und ein eigenes Game Studio auf die Beine stellen? Prinzipiell nichts falsch mit dem Gedanken, denn Netflix hat auch vor nicht allzu langer Zeit angekündigt, dass sie als Cloud-Gaming-Dienst agieren wollen. Neben den Filmen dann auch noch Spiele auf dem Fernseher streamen zu können, ohne eigene Rechenleistung zu brauchen, klingt doch eigentlich ganz passend. Ja, sogar ziemlich vielversprechend. Sie haben auch schon angekündigt, wer das neue Projekt Netflix Games leiten soll. Marco Lasticca ist der auserwählte Chef und der hat auch schon ein wenig Erfahrung in der Branche. Aber eigentlich nur mit Mobile Games. Er war großteils bei Zynga Games unterwegs und falls euch die nicht sagen, dort kommt Farmville her. Oder auch andere tolle Games wie Game of Thrones, Slots Casino. Tja, und schon wissen wir, was sie vorhaben. Netflix hat zwar schon betont, dass es keine Werbung und keine Ingame-Käufe geben wird, aber naja, irgendwie werden sie sich schon ein Schlupfloch in dieser Aussage finden, wenn sie erstmal sehen, wie viel Geld hinter Microtransactions steckt. Amazon Games hat das mit Lost Ark sehr gut vorgemacht, wie es zwar kein Pay-to-Win sein muss, allerdings wohl Pay-to-Progress. Aber Netflix sagt tatsächlich keine Ingame-Käufe. Also scheinbar gar nichts. So sehr ich Netflix für den komischen Schritt jetzt auch haten will, weil sie null Kompetenzen in Richtung Videospiele haben und einen führenden Mobile-Games-Typen als Chef hinsetzen, der Ansatz von keine Ingame-Käufe ist etwas, wo sie eigentlich, ja, eigentlich wirklich gelobt gehören, wenn sie es einhalten. Die Frage ist nur, was erwartet uns wirklich von Netflix Games? Denn billige Shit-Mobile-Games leben meistens genau von dieser einen Sache. Ohne Ingame-Käufe wären fast alle erfolgreichen Mobile-Games irrelevant. Zumindest finanziell irrelevant. Was hat Netflix vor, hier rauszubringen? Und mit wem? Und mit welcher Aussicht? Sehen wir mal, was für Infos wir dazu finden. Also scheinbar hat Netflix aktuell schon ein paar Mobile-Games anzubieten. Man merkt dabei aber direkt, dass sie zwar Markenrechte haben, aber keine Ahnung von Gaming. Die Spiele sind auf einer Prämisse aufgebaut. Den Namen einer bekannten Serie im Titel zu haben, dahinter versteckt sich dann ein Spiel, worüber ich jetzt nicht mal mehr reden will, weil jede investierte Sekunde einfach eine zu viel ist. Und dafür, dass sie solche Games rausbringen, haben sie Next Games für 72 Millionen Dollar gekauft. Irgendwer hat sich da, glaube ich, um ein paar Nullen vertan. Aber die Statistik spricht sowieso für sich. Nur 1% der Netflix-User spielen diese Spiele. Und weil diese Statistik von Netflix stammt, heißt das so viel wie 1% der User haben überhaupt mal irgendwo draufgeklickt, wo es um diese Spiele ging. Glaubt doch kein Mensch, dass 2 Millionen Menschen diese Spiele tatsächlich spielen. Ist das wirklich Netflix' großer Plan? Jeder Artikel, den wir finden, handelt nur von Mobile Games. Sogar eine Partnerschaft mit Ubisoft, wo es nur um Mobile Games geht. Wer braucht denn eine Mobile-Version von Assassin's Creed? Niemand braucht eine Mobile-Version von Assassin's Creed. Und leider deuten auch alle anderen von Netflix gekauften Game Studios darauf hin, dass es hier nur um Mobile Games geht. Mobile Games ohne Ingame-Käufe. Nur um das nochmal anzumerken. Also die einzige Motivation für Mobile Games überhaupt aus finanzieller Sicht. Denn ich kann es verstehen, wenn man ein Videospiel erstellt, um Leute zu begeistern und dafür auf Profite verzichtet. Ja, ich kann es nicht nur verstehen, ich finde es super ehrenhaft und geil. Aber sobald ich Mobile höre, weiß ich leider, dass es auch nicht darum geht, Leute mit guten Spielen zu begeistern. Die Sache ist aber, wir denken natürlich aus der Perspektive von Gamern.
Als Gamer ist ein Mobile Game prinzipiell schon mal eine Light-Version von allem anderen, was man kennt. Und wenn wir an die großen Story-Driven Games denken, dann hätten die alle sowieso keine Chance auf Mobile zu funktionieren. Das Einzige, was ohne Ingame-Käufe auf Mobile funktioniert, sind Spiele, die kurzen Hype erleben wie Flappy Bird oder Spiele für hirnlosen Zeitvertreib, während man RTL 2 schaut wie Candy Crush. Also eventuell Titel, die bei manchen Netflix-Usern ankommen werden, aber wohl nicht bei der wichtigsten Zielgruppe, uns Gamer. Jetzt stellt sich die Frage, kann man wirklich Nicht-Gamer mit Mobile-Games dazu überreden, sich jetzt doch ein Netflix-Abo zu holen anstatt Disney Plus? Irgendwie zweifeln wir daran. Eins ist aber klar, wir haben nichts von Netflix-Games und wir brauchen uns auch keine falschen Hoffnungen zu machen. Sie wollen zwar laut eigenen Angaben AAA-Games produzieren, aber das Wort Mobile lässt uns daran wirklich zweifeln. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt, aber bis das passiert, sagen wir mal, dass Netflix sein Grab einfach nur etwas tiefer gegraben hat. Und bevor wir aufhören, wenn du diesen Kanal unterstützen willst, findest du unter dem Video einen Amazon-Link zu unserem eigenen Buch, das Gamer-Gesetz. Wenn du uns direkt unterstützen willst, ohne dass Amazon einen Cut bekommt, gibt's natürlich auch noch Patreon. Aber gibt's halt kein Buch für dich. Deine Wahl. Aber jetzt, okay!